Wenn du wissen willst, wie du die starke Grundlage für eine starke Selbstführung legen kannst, dann bleibe unbedingt bei diesem Video dran. Hallo, ich bin Jürgen Zwickel, hier mit diesem Best State Impuls. Und in diesem heutigen Impuls geht es darum, wie du es schaffst, die Grundlage für eine starke Selbstführung zu legen. Ich bin überzeugt, dass unsere Ergebnisse und unsere Erlebnisse, deine und auch meine, die Folge einer täglich starken Selbstführung sind. Einer täglich starken Lebensausrichtung. Und das bedeutet, wenn du Lebensbereiche hast, in denen du mit deinen Ergebnissen und mit deinen Erlebnissen nicht zufrieden bist, dann frage dich, wie hast du dich in diesen Bereichen bisher denn selbst geführt? Denn letztendlich ist dieses Ergebnis und dieses Erlebnis für mich nur ein Spiegelbild unserer persönlichen Selbstführung. Und das Entscheidende ist doch jetzt, wie können wir diese Selbstführung auf ein starkes Fundament setzen. Unsere Ergebnisse und unsere Erlebnisse, die wir jeden Tag erhalten, egal in welchen Bereichen, sind immer die Folge unseres Verhaltens, unserer Handlungen, aber auch unserer Nichthandlungen. Kurzes Beispiel dazu. Du guckst dir jetzt dieses Video an, weil du gehandelt hast. Du hast das Video angeklickt. Dadurch bekommst du jetzt das Ergebnis, dass du dir dieses Video ansehen kannst. Und hoffentlich inspiriert dieses Video dich. Hättest du jetzt nicht gehandelt, das bedeutet, du hättest dieses Video nicht angeklickt, würdest du diesen Inhalt jetzt nicht dir anhören und ansehen können und hättest somit ein anderes Ergebnis. Und jede Handlung, aber auch jede Nichthandlung, jedes Verhalten, das wir also zeigen, führt zu einem Ergebnis und zu einem Erlebnis. Das heißt, wir führen uns da natürlich auch jeden Tag, doch die meisten von uns tun das natürlich unbewusst. Und jetzt ist es aber spannend. Was führt uns denn in ein entsprechendes Verhalten? Was lässt uns denn handeln und was lässt uns teilweise nicht handeln? Es sind immer Emotionen, die uns in ein Handeln bringen oder die uns zurückhalten. Und du kannst es gut für dich einfach mal nachvollziehen. In dem Moment, wenn dir etwas wirklich richtig Freude und Spaß macht, dann wirst du sicherlich anders handeln, stärker handeln, wie wenn du vor etwas ängstlich bist. Diese Angst wird dich eher zurückhalten. Du wirst dadurch sicherlich nicht in so ein starkes Handeln kommen oder vielleicht überhaupt nicht in eine Handlung kommen und hast dadurch natürlich auch wieder entsprechende Ergebnisse und Erlebnisse. Und was erzeugt unsere Emotionen? Unsere Gedanken. Gedanken werden zu Gefühlen, zu Emotionen. Starke Emotionen lassen uns einfach stärker handeln. Schwache Emotionen, negative Emotionen halten uns eher zurück und das hat wieder Einfluss auf unsere Ergebnisse und auf unsere Erlebnisse. Das bedeutet, in dem Moment, wenn du dich selbst führen willst, um in deinen Lebensbereichen starke Ergebnisse zu bekommen, dann frage dich doch mal, wie ist denn überhaupt dein Denken und wie sind deine Emotionen und deine Gefühle hier in bestimmten Bereichen denn ausgerichtet? Lerne also, A, deine Gedanken bewusster mal zu erkennen und B, auch deine Emotionen während des Tages mal stärker und bewusster zu spüren. Was sind denn die drei häufigsten Emotionen, die du jeden Tag spürst? Spürst du viel Freude? Spürst du viel Begeisterung? Oder spürst du eher viel Ärger, viel Neid, viel Angst? Hast vielleicht auch viel Stress? Das hat Einfluss natürlich wieder auf dein Verhalten und deine Ergebnisse. Aber eines ist auch wichtig, diese Emotionen, die passieren nicht, die magst du. Die macht jeder von uns. Natürlich unbewusst, aber in dem Moment, wenn dir das bewusst wird, kannst du dich natürlich stärker führen, um andere Emotionen, positiv stärkere Emotionen, noch deutlicher zu spüren.
Und die Frage ist natürlich dann auch, wie denkst du? Frage dich doch einfach mal, wie denkst du denn über dich selbst? Wie denkst du denn über dein Leben? Wie denkst du denn derzeit über deine berufliche Situation? Ist dieses Denken stärkend oder eher schwächend ausgeprägt? Und das ist etwas, was viele Menschen sich so nicht bewusst machen. Doch nur wenn dir das bewusst wird, kannst du es verändern, verbessern oder verstärken, indem du dich dann bewusster führen kannst. Und ich hoffe, du erkennst jetzt diese Zusammenhänge. Und für eine starke Selbstführung ist es wichtig, in ein starkes Denken und in eine möglichst starke Emotion und möglichst starke Gefühle zu kommen, die du dir selbst kreierst. Und wenn du dein Bewusstsein dahingehend erhöhst, dann hast du zum einen den wesentlichen Schritt gemacht, um das zu erkennen, um das zu verstärken oder auch zu verändern. Und mit diesem Video wollte ich dir diesen Zusammenhang einfach aufzeigen. Mache dir klar, dass eine starke Selbstführung immer das Fundament starker Gedanken und starker Emotionen hat. Und diese Gedanken und diese Emotionen nicht passieren, sondern sie jeder von uns macht. Größtenteils natürlich unbewusst, doch wir haben jetzt darüber gesprochen, wie du den ersten Schritt dahin machen kannst, damit dir das bewusster wird. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du durch diese Impulse und durch diese Inspiration für dich wieder einen Hebel gefunden hast, um bestimmte Situationen in Zukunft leichter, stärker oder auch ganz anders zu gestalten und zu erleben. Ja, und wenn dir dieses Video geholfen hat, dann gib mir sehr gerne einen Daumen nach oben, hinterlasse auch gerne einen Kommentar unter dem Video und leite das Video auch gerne weiter. Teile dieses Video auch gerne, damit auch andere Menschen von diesem Impuls profitieren können. Dafür jetzt schon herzlichen Dank und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich wünsche dir eine starke Selbstführung, damit du die Ergebnisse und die Erlebnisse auch bekommst und dadurch gestaltest, die du dir wünschst. Und denke dabei immer daran, entdecke in dir, was möglich ist und gestalte, was du erleben willst. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.